Hallöchen. Heute gibt es mal wieder was zum Auspacken. Viele von euch wissen ja, ich habe damals dazu ja kein Unboxing gemacht, aber ich habe ja die Sony AS 15. Ist eine ganz gute Kamera. Hier ist noch das Gehäuse dazu. Aber bei manchen Dingen bin ich halt nicht so hundertprozentig zufrieden. Daher habe ich mich entschlossen, nur doch was Neues zu holen. Ist dann nun schon meine dritte Action, ja, meine dritte Action-Cam. Aber damit soll jetzt auch Schluss sein. Deswegen habe ich mir die GoPro Hero 4 Black geholt. Und noch das LCD Backpack dazu, noch so ein paar andere Sachen. Aber die anderen Sachen sind noch nicht alle da. Das ist noch da, aber das zeige ich euch später. Das Ganze kommt von cam4pro.com. Guter Shop, gute Preise und auf jeden Fall auch nett. Also das Team ist auf jeden Fall auch nett, kann man echt nichts sagen. Tja, wir schnacken nicht lange. Ich bin nämlich selber gespannt und machen das erste hier schon mal auf. Die erste Hülle quasi. So sieht das dann aus. Ah, man sieht nicht so viel, merke ich gerade. Naja, egal. Ja, Verpackung, hier stehen so ein paar Dinge drauf, was im Lieferumfang dabei ist, was man noch hat, was man noch dazu kaufen kann, optional, dass es mit einer App funktioniert. GoPro Studios ist kostenlos. Hier sind so ein paar Daten. Ja. Ich sehe gerade, es ist noch nicht aktualisiert. Es gab nämlich jetzt im Februar ein Firmware-Update, wo da noch ein bisschen mehr geht. 42 FPS bei 720p und bei 2,7K sind es dann schon 60 und noch so ein paar andere Raffinessen. Ich puppe das Ganze jetzt hier einfach mal auf. Wie gesagt, ich hatte jetzt echt keinen Bock mehr, hier ist noch drei andere zu holen oder so. Deswegen, hier ist einmal mehr in die Tasche gegriffen. Und dann Ruhe, hoffe ich. Hoffe ich. Aber ich denke mal, das passt schon so. So, jetzt haben wir hier noch einen Klebestreifen. Einmal ringsherum drehen. So. Dann kann man den Deckel hier abnehmen. Sehen wir hier die GoPro mit einem Mount ist hier schon auf der Verpackung. Das ist für uns RC-Fahrer natürlich eigentlich ganz gut, weil die Platte hier ist aus relativ festem Kunststoff. Das heißt, da können wir uns ein paar Löcher rein bohren und dann das Ganze an der Dämpferbrücke oder sowas festmachen. Relativ stabil, weil das wird sich nicht groß verwinden. Ja, die Schraube ist echt lang, ey. What the hell? So. Was haben wir? Hier haben wir die GoPro. Kleines, schickes Teil, aber die gucken wir uns gleich an. Ich muss hier erstmal wieder ein bisschen Platz machen. Ach, das war das Move-Teil. Dieses Schutzteil, das brauchen wir nicht mehr. Wie gesagt, hier, das ist halt festes Plastik. Da kann man sich noch was mit bauen. Hier haben wir jetzt das ganze Klopapier, ein paar Sticker. Klopapier, Klopapier, Klopapier. Obwohl das bei der Cam eigentlich, sollte man das eventuell mal lesen, weil die hat so viele Einstellungsmöglichkeiten, das ist echt krank. Teilweise. Das schütten wir hier mal alles raus. Und jetzt ist sie leer. Da ist nur noch so ein Diebstahl-Dings drin. Dann war's das. So, wir haben Akku natürlich. Der ist echt verdammt klein. Oh mein Gott. Ja, hier haben wir den Akku. Na, na. Kriegt das hin? Ne, er kriegt es nicht hin. Egal. Dann haben wir hier noch so einen gekrümmten Mount.
dieses, ja, wie nennt man das? Ja, Winkelmount, sage ich es einfach mal. Dann haben wir hier natürlich das obligatorische Gerade und Krumme, aber davon habe ich, keine Ahnung, 100 Stück oder so zu Hause. USB-Kabel. Hier haben wir noch die sogenannte Skeleton Door. Also quasi die Rücktür nur in, ja, halt weg. Ich weiß jetzt nicht, wie ich es habe. Ja, kommen wir mal zur GoPro. Hier ist die GoPro. Ich hole sie mal schnell raus. Da haben wir das kleine Stück. Echt klein. Ich habe mal, Moment, ein Zippo. Also groß ist was anderes. Große Erklärung mache ich es nicht. Dafür gibt es andere Kanäle wie Otto Konze oder so. Die können das bedeutend besser als ich. Deswegen erspare ich mir das jetzt einfach mal. Ich kann euch ja nochmal den Vergleich zur Sony. Das ist die Sony. Und das ist die GoPro Hero 4 Black. Tja, Akku kommt hier unten rein. Das mache ich aber jetzt eigentlich. Nein, das mache ich jetzt nicht. Ich weiß gar nicht, wie es aufgeht. Achso, da ist ein kleiner Knopf. Tja, ich würde sagen, wir packen jetzt mal noch schnell das LCD Backpack aus. Und dann werden wir mal schauen. Ist dasselbe wie bei der GoPro. Selbe Spiel. Es ist natürlich blöd ohne Fingernägel, ne? Nehmen wir einfach mal das Messerchen jetzt. So. So. Wo geht's weiter? Gute Frage. Gut verpackt auf jeden Fall. So. Mal wieder ein Haufen Müll. Das kleine Ding habe ich jetzt für 69, 90 bekommen. Das klippt ihr halt einfach hinten auf eure GoPro. Zack. Und dann habt ihr quasi eine Silver in besser. Quasi. Also das überträgt Echtzeit. Ich werde sowieso noch ein Vergleichsvideo machen mit der Sony und sowas. Da wurde ich schon von jemandem lieb und nett gefragt, ob ich das mal machen könnte. Das mache ich natürlich gern. Gar kein Thema. So, hier haben wir jetzt auch noch was drin. Das ist nämlich das Geile. Viele von euch denken jetzt, wow, 70 Euro nur für so ein LCD-Ding. Aber hier ist ja noch allerhand dabei. Hier ist nämlich, das finde ich jetzt zum Beispiel, bei der Sony kostet das Ding 80 Euro und da ist nicht so viel dabei. Von daher finde ich das okay. Hier ist so ein Case. Da nehmen wir jetzt hier unser Backpack, tun das hier rein und machen das zu und schon kann es nicht zerkratzen oder sowas. Das finde ich richtig genial. Dann haben wir noch dabei, hier ist noch so ein kurzer Dingsknüppel. Hier steht auch immer noch mal drauf, was es ist. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Standard-Housing. Ne, Skeleton Backdoor, das ist die komplett freie. Hier ist jetzt bloß Folie drin. Hier ist auch die seitenfrei für besseren Ton und sowas. Dann haben wir hier das Standardmäßige, das ist hart. Und dann haben wir hier nämlich nochmal jetzt eins, das mit einer Folie bestückt ist, mit was wir den Touchscreen noch bedienen können. Der ist, glaube ich, 3 Meter wasserdicht, der Standard normal 40 und das Skeleton-Ding natürlich nicht. Klingt logisch, ist aber so. Dann macht man hier einfach die Door hier ab, weil das ist natürlich eine ganz flache, ist klar. Wenn da jetzt noch das Ding hinten dran ist, brauchst du natürlich mehr Platz, logischerweise. Ja, das soll es soweit gewesen sein von mir. Ich
Ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar Videos machen zu der GoPro. Ja, ansonsten. Achso, ich wollte ja noch mal schnell das hier zeigen. Das ist. Das habe ich bei eBay entdeckt. Das ist aus einem 3D-Drucker, macht aber nichts. Könnt ihr jetzt eure GoPro nehmen. Und. Packt die hier rein. So. Dann habt ihr hier einen Adapter. Weil die GoPro hat ja an und für sich kein Gewinde für Stativ. Macht ihr das hier unten dran. Geht alles ein bisschen straff. Und dann könnt ihr das so aufs Gewinde schrauben. Habt ihr perfekten Ton. Und ja, ich habe es falsch rum gemacht. Deswegen ging es so schlecht. Naja. Das war natürlich, ja, blöd jetzt, ne? Au. Ich verhattel mich hier schon. So. Bisschen reinrutschen überall. Und dann passt das. So. Und so kommt das dann aufs Stativ. So habt ihr schönen Ton und alles. Kommt überall ran. Und ja. Das hat mich, glaube ich, müsste ich es lügen, 3 Euro. 3 Euro kostenloser Versand oder sowas. Das soll es soweit gewesen sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tja, was soll man groß zu sagen? Ich mache mal so einen kleinen Rundumblick. Das ist ein bisschen schnell. So. Also Karo ist von Proline. Das ist eine Dodge Ram Karo. Eine 1500er. Lackiert wurde das gute Stück von Hattel.